I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Ja, heißige Probier mit einem neuen Video. Ja, ich habe mich spontan entschieden, nach der Arbeit heute nach dem Spätdienst noch hier rauszufahren und den Abend hier zu verbringen. Ich habe was zu essen dabei. Ich mache es jetzt gerade schön warm. Rindfleisch mit Paprika, Zwiebel, Teriyaki-Soße und Reis. Ja, im Hintergrund läuft Fußball, denn es ist ja EM, Frankreich gegen Deutschland, das erste Spiel. Ich bin hier an dem Platz, wo ich schon mal war, bei dem Video Stromausfall. Bin ich auch hier hingefahren. Ja, und irgendwie war es so schön, das Wetter heute, und zum Abschalten dachte ich, komm, verbringst du die Nacht spontan hier draußen. Hatte heute Mittag noch was gekocht, war noch was übrig. Das mache ich mir jetzt hier schön warm. Dann gönne ich mir das. Und dann schaue ich mir einfach die zweite Hälfte beim Fußball noch an. Dann steht gerade 1-0 für Frankreich. Ich hoffe, die Deutschen schaffen das noch. Übrigens, Brokkoli ist hier auch noch drin. Der Laptop und später mein Handy und die Akkus lade ich gerade mit der AC30 von PowerOak. Eine 300 Wattstunden Powerstation, die mir von PowerOak zur Verfügung gestellt wurde zum Testen und zum Vorstellen. Sie hat auch zwei USB-Ausgänge mit USB-A und auch einen USB-C-Ausgang. Dann ganz normal 220 Volt und 12 Volt für den Zigarettenanzünder, und hier oben haben wir dann auch noch ein Licht, ja, mit verschiedenen Modis, zeige ich euch aber nachher noch genauer, und SOS-Blinkmodus finde ich ganz cool und kann natürlich auch wieder über die Steckdose geladen werden. Ja, wie gesagt, gerade läuft darüber mein Laptop, der war komplett leer, und ja, das Ganze mache ich über USB-Tethering, so kriege ich mein Netz hier rein. Ja, mein Essen ist jetzt soweit warm. Ich habe den Topf ja schon mal gezeigt, ist der von Decathlon. Ich habe das Essen jetzt da einfach rein, Schluck Wasser, es ist nichts angebrannt, also geile Beschichtung. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich ihn jetzt doch mal schmecken. Ist richtig heiß geworden. Ja, hier ist eine Motorradstrecke noch in der Entfernung. Ich bin so am Stadtrand sozusagen, und da hört man dann doch immer die Autos. Kleine Portion, Deckel drauf, und was natürlich nicht fehlen darf, ist scharfe Soße. Sieht es denn hier aus? Wann geht's weiter? Jetzt kommen gerade Nachrichten. Pause gerade in der Sportübertragung. Ja, und da würde ich sagen, Mahlzeit, Leute. Oh. Heiß, alter Schwede. So sieht mein Essen aus. Schmeckt tatsächlich leckerer, als es jetzt gerade hier aussieht. Richtig gut. Ich habe eben diesen Biss von Rüdiger gesehen. Also das fand ich hier relativ harmlos. Vielleicht war das ein Zeichen dafür, dass er mehr Biss fordert von der Mannschaft, aber kämpferisch genug war die deutsche Elf, also der Biss hat nicht gefehlt. Ja, das Spiel ist jetzt aus. Deutschland 1-0 verloren. Ja, wenn man es genau nimmt, fast 3-0. Zwei Tore in Abseits nicht gewertet worden für Frankreich. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Nachberichterstattung anschauen, und dann werde ich mich so langsam mal
ins Auto zurückziehen. Wir fressen übrigens so langsam auch die Stechmücken auf. Also jetzt geht wieder die nervige Zeit los, dass überall die Stechmücken rumfliegen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wie ihr es schon im Video gesehen habt, bin ich dann heute Nacht fluchtartig nach Hause gefahren. Es war so unglaublich warm noch. Normal hat es die ganzen Nächte immer abgekühlt und es wurde nachts richtig schön angenehm. Zu Hause auch mal mit offenem Fenster geschlafen, aber im Auto gestern wollte es einfach nicht kalt werden. Ich musste die Tür zulassen und die Fenster, also zumindest die Türen, die Aufstellfenster konnte ich aufmachen, weil da am Waldrand so viele Mücken waren, ich wäre aufgefressen worden. Ich hatte nichts dabei, kein Insektenschutzmittel oder irgend sowas. Und dann bin ich so um kurz vor halb zwei bin ich aufgewacht. Ich bin zwar eingeschlafen, aber ich habe nicht wirklich gut geschlafen im Auto. Normal schlafe ich im Auto immer gut, gerade weil es draußen so frisch ist. Das war ja auch der Gedanke, warum ich draußen schlafen wollte. Angenehme frische Luft, aber ich konnte die Tür nicht aufmachen, ich wäre sonst komplett verstochen und zerstochen worden. Ich brauchte unbedingt noch so Moskitonetze für die Tür, muss mir da noch was überlegen. Ja, eigentlich wollte ich euch die Powerstation dann draußen in der Natur vorstellen. Ich hatte auch die Drohne dabei, ich wollte noch ein paar epische Aufnahmen machen vom Sonnenaufgang und so weiter. Ja, ist alles ins Wasser gefallen. Jetzt würde ich sagen, stehe ich mal auf, ich mache mir mal einen Kaffee und dann zeige ich euch die Box mit ihren Details halt hier eben vom Schreibtisch aus. Also bis gleich. Wobei, vielleicht schlafe ich noch eine Runde. Oh. Ja, hier steht die PowerOak AC30 in Babyblau, so ein großer Viererkasten, hier oben eben Tragegriff. An den Seiten hat er zwei Lüftungsschlitze und unten am Boden hat es Gummifüße für einen sicheren Stand. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir hier vorne die Ausgänge und einen Eingang. Der Eingang ist 15 bis 25 Volt, 150 Watt maximal. Es liegt ein Kabel dabei, da kann man die Station über die Steckdose laden. Ein Ladekabel für den Zigarettenanzünder gibt es nicht. Optional kann man natürlich Solarpanels benutzen. Und wie gesagt, hier steht auch nochmal explizit in der Bedienungsanleitung drin, dass man eben keine 12 Volt Quelle nutzen soll, um dieses Gerät aufzuladen, damit eben keine Schaden am Fahrzeug oder am Gerät entstehen. Kenne ich so nicht. Ich kenne das von einem anderen Gerät. Da kann ich es über die Steckdose beim Fahren laden. Ist für mich leider ein kleiner Nachteil. Grundsätzlich klar dann über die Steckdose laden. Eine richtige Ladezeit wird hier nicht angegeben. Schauen wir mal, Wechselspannung, drahtlose Ladung. Ne, also eine richtige Zeit. Ah doch, hier steht was. Ne, also eine Ladezeit wird nicht angegeben. Ich konnte es jetzt auch noch nicht testen. Dann besteht nur drin, dass man alle 6 Monate das Gerät vollständig laden soll, einfach um die Akkus ja am Laufen zu halten. So, schauen wir uns die Ausgänge mal hier vorne an. Wir haben hier drei Sektoren, sag ich mal, DC-Out, zweimal DC-Out, einmal haben wir das Ganze als USB. Da
Da haben wir zwei normale klassische USB-A und ein USB-C für moderne Geräte, die mit USB-C betrieben werden. Finde ich sehr fortschrittlich, finde ich gut. Durch einfaches Drücken kriege ich hier ein kleines LED angezeigt und im Display wird mir dann angezeigt der USB-Modus und eben der Ladezustand. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Das sind jetzt drei Striche. Es sind fünf Segmente insgesamt und die stehen für 20, 40, 60, 80 und 100%. Also ich habe jetzt, wie gesagt, noch drei Striche, das heißt, ich habe jetzt noch 60%, etwas mehr als die Hälfte. Die Bank war geladen und ich habe jetzt halt gestern damit am Laptop gearbeitet und so weiter. Also ihr seht, wie viel das verbraucht hat. Auszuschalten mache ich hier. Dann in der Mitte ist die normale, ja, der Schuko-Stecker, der normale Strom für 220 bis 240 Volt, 300 Watt, AC out, auch gedrückt halten. Und hier ist es auch wichtig, erst die Steckdose einschalten, dann das Gerät reinstecken. Ich habe es gestern ewig versucht reinzustecken und dann anzuschalten. Da geht es nicht, schaltet sich automatisch wieder ab. Also erst einschalten, dann das Gerät reinstecken. Hiermit kann ich natürlich alles Mögliche betreiben. Laptops, meine Ladegeräte. Ich kann kleine Kühlschränke betreiben. Was wird dir dann auch angegeben? Einen Fernseher kann ich betreiben. Drohnen, LED-Lichter und so weiter. Also im Allgemeinen. Laptop kann ich bis zu 5-mal laden, ein Fernseher kann ich 4,5 Stunden betreiben, wird hier angegeben. Ein Carfridge, also ein Kühlschrank fürs Auto, 7 Stunden. Also da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Und dann habe ich hier noch den 12-Volt-Stecker. Ja, auch den schalte ich hier über diesen Knopf ein, dann wird mir hier oben im Display DC angezeigt. Und hier kann ich dann halt eben auch Geräte anschließen, die so einen 12-Volt-Anschluss haben. Das können Konvertoren sein, das kann auch eine Kühlbox sein. Da gibt es ja ganz verschiedene Geräte, die mit sowas betrieben werden. Und natürlich kann ich alles drei auch gleichzeitig betreiben. Insgesamt habe ich da natürlich viel, viel höheren Verbrauch. Und man muss die Spannung natürlich hochrechnen, je nachdem, was man da alles anschließt. Kann es sein, dass dann das ein oder andere sich dann vielleicht auch abschaltet. Schalten wir es wieder aus. Und hier oben haben wir dann noch ein Licht. Durch Drücken kann ich das einschalten, muss ich gleich mal die Hand davor halten, es wird schon zu hell, wobei so geht's. Habt ihr gestern auch gesehen, ich habe damit dann das Auto ausgeleuchtet und bin dann ein Stück den Weg lang gelaufen. Reicht aus eben, um sich den Weg zu leuchten. Dann gibt es noch eine hellere Stufe. Ja, kann man ganz gut sehen. Ich weiß jetzt, hier sind glaube ich keine Lumenzahlen angegeben, wie hell das Licht ist. Ja, aber es reicht aus, um sich, wie gesagt, den Weg oder im Auto das was auszuleuchten. Oder wenn ich das jetzt zum Beispiel neben dem Bett stehen habe, wenn ich irgendwie im Lager bin, ja, oder im Camp oder so, dann kann ich das hier mit betreiben. Und nochmal drücken, dann gibt es so einen SOS-Modus. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Jetzt kommen die drei kurzen. Dong, dong, dong. Jetzt kommt wieder das lange. Genau. Und durch Drücken schalte ich es auch wieder aus. Also das finde ich schon ganz gut, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es ist irgendeine Panne oder so, dann stelle ich es halt eben auf die Straße und kann so auf mich aufmerksam machen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Hier oben auf dem Oberteil ist einmal das Logo noch zu sehen und wir haben hier eine Induktionsladestelle, Wireless Charging, Output 15 Watt. Das ist für Smartphones gedacht. Wo ist meins? Wer Smartphones hat mit Induktionslademöglichkeit, der legt sein Telefon halt hier oben drauf und es wird direkt geladen. Man muss es auch nicht weiter einschalten, es ist wahrscheinlich immer aktiv. Mein Telefon kann es leider nicht. Aber das ist halt schon ganz cool, wenn ich das irgendwie, wie gesagt, im Lager oder so einfach am Kopf stehen habe. Dann habe ich hier gleichzeitig wie so ein Nachttischchen, kann mein Handy drauflegen und habe auch gleichzeitig ein Licht. Für wen sind solche Powerstations jetzt geeignet? Für Leute, die keinen Bock haben, sich ins Auto eine zweite Batterie einzubauen, die von Elektronik keine Ahnung haben, die viele elektronische Geräte haben, die viel unterwegs sind. Fürs Camping, fürs Lager, für Roadtrips, auch für zu Hause, für die Krisenvorsorge. Wenn Stromausfall ist, habe ich hier die Möglichkeit, wichtige Geräte anzuschließen, damit ich immer Strom habe. Genau, also da habe ich wirklich viele Einsatzmöglichkeiten, wo sich so ein Gerät lohnt. Man hat es immer geladen, stellt es einfach in die Ecke und vergisst es im Endeffekt. Und wenn man es braucht, holt man es halt raus, beziehungsweise muss es halt immer wieder laden. Und somit bin ich halt autark. Das heißt, ich habe für eine gewisse Zeit natürlich nur Strom, wie gerade wenn ein Krisenfall ist, habe ich die Möglichkeit, irgendwelche Geräte zu betreiben, Lichter zu betreiben, habe ja ein eigenes Licht auch eingebaut, kann mein Handy laden, damit ich eben versuchen kann, Nachrichten abzuhören, wenn es die denn gibt, ja. Ich kann Kameras laden, ich kann Licht anschließen,
Ich kann den Kühlschrank auch mal längere Zeit betreiben. Ich habe es ja im Video am Anfang gesagt, ich hatte ja mal irgendwann einen Stromausfall, bin ja dann nach draußen gefahren und mein Kühlschrank war aus. Na, da schließe ich den halt einfach hier an und habe für eine gewisse Zeit dann eine Überbrückung, bis der Strom wieder da ist. Natürlich hält es nicht ewig, das muss man sich im Klaren sein. Ich finde das Ding ganz gut. Es ist ein bisschen größer und schwerer wie andere Geräte, die ich schon getestet habe. Dafür hat es da auch ein bisschen mehr Power. Hier sind jetzt 300 Watt, im anderen waren glaube ich 240. Und von der Verarbeitung und so weiter kann man nichts sagen. Ich verlinke euch auf alle Fälle mal die Webseite. Und allerdings gibt es die hier nicht auf dem Webshop, die gibt es nur bei Amazon. Verlinke ich euch dann auch mal unten in der Infobox. Schaut doch mal rein, wer Interesse daran hat. Ich sage auf alle Fälle Danke an PowerOak. Bei euch bedanke ich mich natürlich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Abonnieren ist immer gern gesehen. Die Glocke unten aktivieren nicht vergessen, dass ihr mir eben über neue Videos informiert werdet. Dann sage ich Halli die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.